Also ist nach Zlatan der erste Spieler, den ich gesehen habe, der sich ducken muss, wenn er durch die Tür läuft. Und von daher werde ich der sein, der ich auch bin, der ich bisher auch immer war. Eintracht von Main, diesmal wieder in der Vodcast Edition, weil unser Gast ein ganz besonderer ist. Das zeigt schon die Rückennummer. Wir freuen uns sehr auf Kevin Trapp heute bei uns. Ich freue mich auch sehr, danke. Ja, Eintracht von Main natürlich überall, wo es Vodcasts und Podcasts gibt, bitte abonnieren. Und jetzt viel Spaß mit unserem Gespräch. Kevin, die Saison 24-25 läuft ungefähr seit anderthalb Wochen. Das Training ist gestartet. Ja, wie war so die erste Zeit, die ersten Tage mit dem neuen Trainerteam? Es gibt ja neue Co-Trainer, es gibt ja vielleicht auch neue Inhalte. Wie hast du die letzten Tage erlebt? Wie ist dein Eindruck? Ich fand, es waren sehr gute Tage tatsächlich. Es war sehr intensiv. Wir haben fast jeden Tag zweimal trainiert. Das muss ich ehrlicherweise sagen, ist schon sehr lange her, dass ich das mitgemacht habe. Aber es ist wirklich gut. Wir haben eine gute Mischung aus Intensität, aber auch Spaß im Training. Jeder zieht mit, das ist auch wichtig. Ich bin mir sicher, dass die Trainer bisher sehr zufrieden sind mit dem Ganzen. Und von daher sind die ersten anderthalb Wochen, finde ich, meiner Meinung nach sehr positiv bisher gelaufen. Neuzugänge gibt es auch einige. Wer hat sich so ein bisschen bei dir in Fokus gespielt? Gibt da so ein Video, ne? Habe ich gestern gesehen, wo der, ich glaube, Igor war es, die einen einschweißt vom Allerfeinsten. Ist das so? Ach, das habe ich. Ich habe es nicht gesehen, ich habe es gehört, aber ich wurde ein paar Mal darauf angesprochen. Ich habe dann erstmal überlegen müssen, welches Tor das war, aber Igor mit links in den Winkel, glaube ich. Ja. Konntest du nichts machen? Ich habe mich im ersten Moment geärgert, natürlich will ich ihn halten, aber ich muss ehrlich zugeben, Igor hat einen sehr, sehr guten und schlauen Abschluss tatsächlich. Ist niemand, der jetzt wild aufs Tor drauf schießt, sondern er ist sehr überlegt. Es muss nicht immer fest sein, das merkt man bei ihm. Aber er macht es wirklich gut. Also Igor, muss ich ehrlicherweise sagen, hat mich beeindruckt. Also wie er zurückkam, ich hatte nicht auf dem Schirm, dass er erst 21 ist. Er sieht erfahrener aus, sagen wir mal so. Aber er macht es wirklich unfassbar gut. Und klar, dann Can Ozan ist natürlich, man sieht, dass er eine sehr gute Technik hat. Man merkt auch, dass es hier sicherlich sehr intensiv ist, aber bisher, so wie es auch immer war, wenn Neuzugänge kamen, haben sich alle super integriert und sind alles sehr, sehr gute Charaktere. Von daher auch die Jungs, die neu kamen, haben sich bisher sehr, sehr gut integriert. Sind alle so jung? Wie fühlst du dich jetzt? Du bist mit 34 ein richtiger Oldie bei den ganzen, ja, du bist quasi Kindergartenkopf hier. Wir haben gestern ein schönes Spiel gemacht, alt gegen jung. Es war aber eigentlich jung gegen jung, weil gefühlt jung war 18 bis 21 und alt war 22 bis 24 und halt ein paar mit Timmy, mir und noch Philipp ist ja auch über 30. Aber wir haben, irgendjemand meinte, wir haben einen Altersdurchschnitt von 23 Jahren, das ist brutal jung. Es ist tatsächlich eine sehr, sehr junge Mannschaft. Das Transferfenster ist ja noch offen, also schauen wir mal, ob noch was passiert. Aber ich glaube, das ist bisher die jüngste Profimannschaft, in der ich je trainiert oder gespielt habe. Ja, mal schauen. Ich hoffe, es funktioniert, aber die Qualität scheint ja da zu sein. Also. Ja, wir haben natürlich auch den Vorteil, dass dieses Jahr nicht so viel Fluktuation war, dass wir nicht so viele Wechsel hatten. Wir haben das Trainerteam, bis auf die zwei Co-Trainer, ist gleich geblieben. Also wir kennen natürlich jetzt schon die Art und Weise von Dino. Mhm. Wir wissen, was er fordert, was er spielen will. Der größte Teil des Kaders ist schon da. Klar, neue Spieler kamen, ein paar Spieler sind weg, aber die da sind oder da waren, kennen jetzt mittlerweile schon alles. Von daher braucht man nicht mehr diese große Eingewöhnungszeit, die man letztes Jahr vielleicht gebraucht hat. Und das merkt man schon, dass das natürlich auch hilft. Vermisst du Robin und Willian? Ich meine, so ein bisschen Innenverteidigung ist für den Torwart ja nicht schlecht. Ja, wobei, dann habe ich zumindest ein paar Gelegenheiten, mich im Training auch zu zeigen und zu trainieren. Aber klar, es sind natürlich zwei Spieler, die sich in Europa jetzt auch verdient haben, weil sie mit ihrer Nationalmannschaft unterwegs waren. Ich habe heute noch mit Robin telefoniert, weil er Geburtstag hat. Er ist, glaube ich, auf den Malediven irgendwo unterwegs, also sehr weit weg. Ich hoffe, dass er abschalten kann, die drei Wochen. William kommt auch bald zurück. Klar, es sind natürlich zwei absolut wichtige Spieler bei uns im Kader und freuen uns natürlich dann auch, wenn die Jungs dann wieder dazustoßen. Klar, ich glaube, in den USA ist es dann der Fall, sind sie dabei und dann gehen wir in die heiße Phase der Vorbereitung. Aurel Amenda ist ein ganz spannender Spieler, finde ich, auch jung, mit 1,97 unfassbar groß. Welchen Eindruck hast du von ihm gewonnen? Hast du schon ein bisschen kennengelernt? Ja, ich glaube, zumindest habe ich ihn einmal Hightower genannt. Ich glaube, bei Police Academy, oder? Ja, genau, ja. Weil ist nach Zlatan der erste Spieler, den ich gesehen habe, der sich ducken muss, wenn er durch die Tür läuft. Also ist wirklich ein Monster.
Ich freue mich auf ihn, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich schon, wenn er dann bei uns auf dem Platz stehen kann und auch zeigen kann, was er kann. Er ist auch noch sehr jung. Mhm. Aber zumindest für sich sehr beeindruckend schon mal. Ja. Also haben wir jetzt einen Spitznamen, Hightower. Das ist jetzt hier geboren heute, das spreaden wir jetzt in die Öffentlichkeit. Also Aurel Amender ist unser Hightower da hinten. Ja. Das heißt auch nach Eckbällen vorne werden wir wahrscheinlich torgefährlicher werden. Ist auf jeden Fall, ja, wenn die Bälle kommen. Ja. Das auf jeden Fall ein Zielspieler mehr vorne. Das müssen wir auch hinkriegen irgendwie, ja. Also Training ist ein wichtiger Aspekt natürlich in der Vorbereitungszeit auch für die Torhüter. Hat sich das ein bisschen verändert? Neue Schwerpunkte oder irgendwas? Jan Zimmermann ist ja jemand, der sich da immer relativ viel einfallen lässt. Wie sieht das die Arbeit mit euch aus? Zimbo ist sehr akribisch, sehr im Detail. Will uns natürlich immer verbessern und versucht immer noch das Letzte aus uns rauszubekommen, auch im letzten Detail zu arbeiten. Klar, wenn du natürlich jetzt, so wie ich oder Jens, 14, 15 Jahre schon einen gewissen Ablauf hast, dann ist es manchmal nicht so einfach, neue Dinge zu machen. Aber wir merken auch, dass es uns hilft und wir versuchen, die Dinge auch umzusetzen. Es ist viel auf Explosivität auch am Anfang mit dabei, viele freie Schüsse, damit wir uns auf alles auch gefasst machen können. Aber ansonsten, ich meine, ich habe jetzt immer auch ein paar Jahre. Das Training an für sich ist grundsätzlich dasselbe, aber es ist natürlich immer wieder andere Schwerpunkte, auch jetzt in der Vorbereitung natürlich, wo wir auch mehr machen können, vor allem auch in der Fitness arbeiten, aber eben auch so, dass wir dann perfekt vorbereitet sind auf das, was dann kommt. In den letzten Jahren hat sich das Torwartspiel ein bisschen verändert. Wie würdest du das sehen? Also mal begonnen so ein bisschen mit, bis ja damals, ich glaube, aus Kaiserslautern zu uns zu kommen, in der Saison 13-14, wo wir europäisch gespielt haben, war es dann Ucker im Prinzip verdrängt mit der Zeit. Wie hat sich das Torwartspiel in den letzten 10, 12 Jahren verändert? Oder hat sich es gar nicht so stark verändert? Ja, ich kam 12-13 war es, genau. Ja. Naja, grundsätzlich würde ich nicht sagen, dass es sich großartig verändert hat in dieser Zeit. Jetzt, weil ich sage mal, wirklich verändert hat es sich eigentlich mit Manu Neuer, weil er das Torwartspiel auf ein ganz anderes Niveau nochmal gehoben hat. 2014 war, glaube ich, so das Paradebeispiel für das Torwartspiel, was er dann auch gemacht hat. Aber klar, das Torwartspiel ist im Grunde sehr simpel. Es geht darum, die Bälle zu halten, der Mannschaft zu helfen, aber es ist trotzdem irgendwie komplizierter geworden, weil die Anforderungen natürlich sehr, sehr hoch geworden sind. Viele Dinge, die man jetzt mit einbinden muss. Du hast natürlich erstmal, brauchst einen Torwart, der was ausstrahlt, der Ruhe ausstrahlt, vor allem auch, der die Bälle hält, aber mittlerweile natürlich auch mit dem Fuß oder mit dem Ball am Fuß umgehen kann. Einfach um der Mannschaft auch zu helfen, weil es natürlich immer mehr Mannschaften gibt, die versuchen, hinten rauszuspielen, von hinten schon den Spielaufbau zu haben, um eventuell den Gegner zu locken, um mehr Räume zu schaffen. Also von daher hat sich, ich will nicht sagen, allein das Torwartspiel geändert, aber das gesamte Spiel der Mannschaften hat sich verändert und da spielt der Torhüter natürlich dann auch eine große Rolle. Das ist schon manchmal ein bisschen strange. Die letzten Jahre habe ich das nicht so gesehen wie letztes oder vorletztes Jahr. Ne? Nehmen wir mal unser Freiburg-Gegentor, wo es dann zum Elfmeter kommt, wo wir hinten rausspielen, aufbauen wollen. Das war irgendwie so eine, ich will nicht sagen Fehlerkette, wird der Ball nochmal quer gespielt, dann geht nochmal zurück zum Hase in dem Fall, der das Foul macht. Das sind ja so Dinge, die nimmt man in den Kauf. Oder wie gehen wir damit um? Also ich meine, das ist ja am einfachsten, ist ja, den Ball hinzulegen und nach vorne zu schießen und dann zu gewinnen und irgendwie über den Weg zum Erfolg zu kommen. Aber so dieses Aufbauspiel, was hat das für einen genauen Sinn für die Leute draußen mal erklärt? Ja, es kommt natürlich so ein bisschen auf die Philosophie vom Trainer an. Ich meine, wenn man jetzt als Beispiel Bochum nimmt, Manu Riemann spielt sehr, sehr viele lange Bälle, aber natürlich auch gezielt, das ist deren Stärke. Es kommt auch so ein bisschen darauf an, was für eine Mannschaft man hat und was der Trainer verlangt. Klar, das Ziel ist natürlich, das, was ich gerade gesagt habe, wenn man versucht, hinten rauszuspielen, die Gegner pressen meistens hoch, dass man schafft, dann das Pressing zu überspielen und dadurch dann die Räume nach vorne hat. Wir haben natürlich auch vorne sehr schnelle Spieler. Das Ziel muss dann im Endeffekt sein, mit wenigen guten Pässen das Pressing zu überspielen, um dann den Gegner ins Laufen zu bringen und schnell nach vorne zu spielen. Letztes Jahr sind viele Dinge auch passiert, die sicherlich nicht gewollt waren. Es wird immer wieder passieren, dass dann ein Fehler passiert, dass vielleicht auch dadurch ein Gegentor entsteht. Aber jetzt das Gegentor in Freiburg war mehr als unnötig zum Beispiel, weil wir natürlich dann ein kalkuliertes Risiko eingehen müssen oder auch sollen. Und es war vielleicht ein Stück weit zu viel. Ein bisschen. Weil diese Dinge
Es kann passieren in der Hektik im Spiel, aber wenn es kontrolliert sein kann, dann darf sowas eigentlich nicht passieren, klar. War das letztes Jahr für dich eine ganz besonders schwierige Saison, so in dem Umbruch? Weil eigentlich sind wir ja gewohnt, Kevin Trapp ist die Bank. Ich will jetzt nicht sagen, dass das letztes Jahr nicht war, aber du hattest letztes Jahr relativ wenige Schüsse aufs Tor im Gegensatz zu den Jahren zuvor, weil unser Spielstil sich verändert hat. Wir waren kompakter. Es gab wenig Möglichkeiten, sich ehrlicherweise auszuzeichnen und dann halt immer dann, sagen wir mal, Situationen, die genauso wie in Freiburg halt undankbar sind, obwohl du damit eigentlich relativ wenig zu tun hast. War das für dich so eine ganz besonders schwierige Saison letztes Jahr in der Wahrnehmung? Also ich erinnere mich noch im Positiven an das Spiel in Leipzig, was du uns gewonnen hast mit einer Spitzenleistung. Aber diese Möglichkeiten, sich auszuzeichnen, waren aus meiner Sicht jedenfalls gar nicht so sehr da. Wir haben gegen Leverkusen beispielsweise mal 5-1 zu Hause verloren. Ich glaube, das waren 5 Schüsse, die du nicht halten kannst. Und ansonsten haben die keine Chance gehabt. Das war alles so ein bisschen seltsam irgendwie. Das, ja, in vielen Aspekten, um ehrlich zu sein. Das Gute daran ist, dass ich meine Leistung schon sehr gut selbst einschätzen kann und ich sicherlich nicht mich versteckt vor Dingen, die nicht gut gelaufen sind. Man muss dazu sagen, das war bis zu dem Leipzig-Spiel eigentlich für mich eine gute Saison. Mhm. Natürlich war es keine Saison, in der ich jetzt unheimlich viel zu tun hatte, aber ich kann mich wirklich an trotz allem an viele Spiele erinnern, die trotzdem gut waren in Union Berlin, in Leipzig, in Bremen. Also es waren ja trotzdem Spiele dabei, in denen ich auch dazu beitragen konnte, dass wir Punkte gesammelt haben, aber jetzt klar, über die gesamte Saison hinweg weiß ich schon, dass es sicherlich nicht eine der Saisons war, von der ich auch sagen würde, das ist das, was ich, oder den Anspruch, den ich selbst an mich habe, das ist völlig normal. Und die Leistung, das weiß auch jeder, das weiß der Trainer, das weiß Zimbo. Das kann ich schon wirklich sehr gut selbst einschätzen. Und dementsprechend habe ich natürlich auch viele Dinge im Urlaub reflektiert. 6 Wochen haben wir tatsächlich auch mal ganz gut getan. Das hatte ich seit 7-8 Jahren, glaube ich, nicht mehr. Wobei deine Verlobte gesagt hat im Interview, nach 3 Wochen hat es schon wieder gekribbelt. Das ist ja das Gute, wenn man so lange Urlaub hat, dann kommt dieses Gefühl, dass man auf den Platz will, irgendwann wieder zurück. Und bei 2-3 Wochen ist es dann, man schnauft gerade durch und es geht weiter. Deswegen, diese 6 Wochen waren wirklich Gold wert für mich. Und mit reflektiert meine ich auch, dass ich jetzt nicht nur auf der faulen Haut lag, sondern ich habe viele Dinge, von denen ich weiß, die nicht gut liefen, über vieles nachgedacht, die Saison über passieren lassen, auch über Dinge nachgedacht, von denen ich weiß, die ich verbessern kann oder verbessern muss auch. Und habe natürlich im Urlaub dann auch versucht, sowohl also physisch vor allem an mir zu arbeiten, aber auch so, dass ich eben mit Tag 1 an so vorbereitet bin, dass ich top für den in die Vorbereitung zurückkomme und dann natürlich auch wieder vor allem der sein kann, den ich selbst kenne, den der Verein kennt, seit wie lange bin ich jetzt hier, 12 Jahren. Mhm. Und das, was ich von mir selbst auch erwarte, dass ich so in die Saison gehen kann, dass das auch wieder vorkommt. Von daher, wie gesagt, ich kann das letztes Jahr sehr gut selbst einschätzen, weiß aber auch, dass es dieses Jahr anders wird. Was hat die letzte Saison so ein bisschen gefehlt oder wo hast du das Problem erkannt für dich? Weil, nochmal, du hast ja richtig eingeordnet, das war jetzt ja keine schlechte Saison in dem Sinne. Aber so wie du dich einschätzt, mit deinem Ehrgeiz, geht da halt ein bisschen mehr wahrscheinlich. Und wo würdest du sagen? Ja, ich meine, es ist. Ich hatte am Ende, oder mit dieser einen Länderspielpause danach, hatte ich natürlich auch immer wieder mit. Komischerweise immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, die es mir dann nicht erlaubt haben, so zu trainieren oder mich so vorzubereiten, wie ich das selbst auch gern hätte. Ich bin 2-3 Mal auch mit Rückenproblemen ausgefallen, was für mich natürlich dann auch sehr, sehr undankbar ist. Und dann warst du, man kennt ja seinen Körper dann irgendwann auch, man merkt, ich kann vielleicht nicht zu 100% voll trainieren, man ist nicht ganz so frei im Kopf. Dann lief die Saison, hatten wir eine Phase, die eh nicht so gut lief, dann hat es auch noch irgendwie eine Rolle gespielt. Also es kam dann sehr, sehr viel zusammen in dem Moment, was mich einfach sehr genervt hat irgendwo auch. Es war, wie du schon gesagt hast, bei mir persönlich natürlich nicht das, was ich mir vorstelle, was ich auch von mir gewohnt bin. Die Gründe dafür, die kenne ich und deswegen weiß ich auch, an was ich zu arbeiten habe.
Kevin Trapp ist Führungsspieler, heißt es auch immer wieder. Und es gab ja auch von Markus Krösch in der Abschlusspressekonferenz nochmal so einen kleinen, ich will nicht sagen Rüffel, aber so einen Schuss in eure Richtung, Mario, in deine und so weiter, dass er schon erwartet, dass ihr auch noch mehr Verantwortung in der neuen Saison übernimmt. Ist das etwas, was du dir auch vorgenommen hast, dass du sagst, ja, diese Saison müssen wir noch ein bisschen mehr machen, eben weil die Mannschaft so jung ist, weil wir diese Situation haben, diesen 23 Jahren im Schnitt. Was ist da deine Erwartungshaltung für dich? Wie willst du die Saison als Führungsspieler gestalten? Also damit meine ich nicht, dass jetzt zum Beispiel Oliver Kahner, der hat ja reihenweise die Verteidiger gerüttelt. Ich weiß nicht, ob das Leadership ist. Aber wie stellst du dir das vor? Was ist für dich, was bedeutet das für dich, Führungsspieler zu sein? Ja, das ist natürlich auch nicht meine Art. Also ja. Das wäre dann halt eben auch nicht authentisch. Ich glaube, nee. Dann würde komisch rüberkommen. Ja, das würde mir auch keiner abkaufen. Also das wird nicht passieren normalerweise. Ja. Es geht, also ich finde, vor allem geht es in erster Linie darum, dass jeder in der Rolle, in der es auch die Verantwortung übernimmt. Mhm. Das ist bei mir hinten im Tor. Da geht es einfach darum, Bälle zu halten und natürlich auch in einer gewissen Art und Weise ein Vorbild im Training zu sein, dass man sich im Training nicht ausruht, dass man da auch immer vorneweg marschiert, dass man Dinge, die man sieht, klar anspricht, sowohl positiv als auch negativ. Das heißt, wenn, und das kann ich auch mittlerweile, man kann ja auch mal einschätzen, okay, sind die Spieler müde oder nicht müde, aber man kann schon sehen, ob jemand will oder nicht will und eben, wenn solche Dinge dann passieren, einfach diesen Rahmen beizubehalten, dass wir die Disziplin in der Mannschaft haben, dass wir daran arbeiten, dass wir auch Gas geben, dass wir füreinander da sind. Das war immer ein ganz großes Gut bei uns im Verein, in der Mannschaft auch, dass wir füreinander gekämpft. Am besten Beispiel 2022. Die Europa League gewinnst du nicht. Also auf dem Papier bin ich der Meinung, dass wir nicht die beste Mannschaft waren. Mhm. Aber auf dem Platz waren wir füreinander da und wir haben es geschafft, auch mit dem Umfeld, mit den Fans dann eins zu werden. Das hat sich alles sehr homogen angefühlt. Und ich finde, als Führungsspieler sollte man einfach authentisch sein. Mhm. Man sollte nicht irgendwas spielen. Man sollte vorneweg marschieren im Training. Natürlich auch die Disziplin einhalten, das, was man von sich selbst verlangt oder von den anderen verlangt, natürlich auch selbst an den Tag bringen. Und von daher wird sich bei mir nicht großartig viel verändern. Also ich werde jetzt kein anderer Mensch werden. Ich bin jetzt 34, also diese Führungsrolle, die bekommt man ja automatisch mit dem Alter, mit der Erfahrung auch irgendwo. Und von daher werde ich der sein, der ich auch bin, der ich bisher auch immer war, auf dem Platz. Vorneweg zu marschieren, immer Gas zu geben, in der Kabine auch zu helfen. Wir haben ja sehr viele junge Spieler, hast du gerade angesprochen, die sich auch sicherlich erstmal orientieren müssen hier, die den Verein auch erstmal kennenlernen müssen, da auch dann zur Seite zu stehen, wenn es Fragen gibt oder wie auch immer. Und so kann erstmal jeder oder sollte jeder bei sich selbst anfangen und dann wird das schon alles zusammenpassen oder zusammenfinden, weil das war auch immer unsere große Stärke. Aber ich finde, es ist das Schlechteste oder Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn jeder irgendwie mit dem Finger auf jemand anders zeigt. Ich finde, da ist jeder in seiner Rolle, ob jetzt Markus, der dafür sorgt, dass die Spieler herkommen, zusammen mit dem Trainer oder wie auf dem Platz auch. Am Ende geht es einfach darum, dass wir unseren Job machen, so gut wie möglich. Dass das nicht immer perfekt laufen wird, wissen wir alle. Aber es geht einfach darum, diesen Willen zu zeigen und dass wir als Mannschaft dann zusammenwachsen. Und klar haben dann Mario, Robin, Timmy, ich sicherlich irgendwo auch entscheidende Rollen, die vielleicht ein bisschen tragender sind als bei allen anderen. Das Gerüst der Mannschaft, wenn man so will. Die Ziele in der kommenden Saison, dafür ist es natürlich jetzt noch zu früh. Ich glaube, da muss man erstmal so ein paar Wochen noch betrachten, noch einen guten Saisonstart hinlegen. Aber abgeleitet aus der letzten Saison, was wir vielleicht erwarten können, ist, dass es ein bisschen homogener läuft. Ne? Also ich glaube, der Umbruch letztes Jahr war besonders. Daher kam ja so ein bisschen auch die Unruhe, weil es hat immer schon ein bisschen geruckelt. Das hatte man ja von Anfang bis Ende im Gefühl. Hast du so das Gefühl, dass es jetzt im Training deutlich flüssiger läuft? Also die haben jetzt mal irgendwann gesagt, die Stimmung hier ist extrem gut, vom Gefühl her. Also wie ihr miteinander umgeht, so auf dem Platz, aber auch generell so hier, wenn man sich die Jungs anschaut, wenn man euch anschaut, das wirkt schon alles deutlich besser irgendwie und flüssiger als letztes Jahr. Oder täuscht dieser Eindruck? Nee, absolut. Deswegen habe ich auch eingangs gesagt, die Stimmung ist tatsächlich sehr gut, obwohl das Training sehr hart ist. Normalerweise läuft man dann Gefahr, dass so eine Stimmung schnell kippt. Aber wir haben tatsächlich wirklich eine sehr, sehr gute Stimmung in der Mannschaft. Deswegen aber alle ziehen mit. Und das hilft dann auch in so einer Vorbereitung schon, dass man als Mannschaft dann zusammenwächst. Und sicherlich ist es ein Vorteil, dass der Großteil schon da war letztes Jahr. Also wir wissen jetzt, auf was es ankommt, was der Trainer auch vorhat. Und ich habe schon
ich habe schon das Gefühl, dass es wesentlich, man kann auch, die Stimmung letztes Jahr war ja nicht immer negativ, man kann es ja nicht jetzt sagen, es waren alle schlecht, ja, es war irgendwie komisch, keine Ahnung. Ja. Genauso habe ich aber dieses Jahr, wir haben noch kein Spiel gespielt, aber ich habe zumindest jetzt im Training schon mal das Gefühl, dass es wesentlich befreiter ist und viel positiver und besser ist als vielleicht in gewissen Phasen letztes Jahr. Auch gute Typen, also Igor Matanovic, Can Usun oder auch Brown, die haben hier in den Pressekonferenzen einen sehr guten Eindruck gemacht. Die sind schon sehr reif mit Anfang 20. Ne? Das ist schon fast beängstigend, wenn ich dann schaue, wie ich mit 18 war oder so. Und hier Can Usun sitzt auf der Pressekonferenz und hat eine Souveränität. Also das, da merke ich, die sind schon richtig auf Fußball getrimmt. Das macht Spaß und Vorfreude. Ja, Igor, habe ich ja vorhin schon gesagt, wirkt sehr erfahren. Can hat letztes Jahr sehr viel Erfahrung in der zweiten Liga sammeln dürfen, hat fast jedes Spiel gespielt. Ja, 16 Tore. Er war natürlich auch sehr oft in der Presse, dadurch, dass er natürlich auch oder dementsprechend gespielt hat. Mhm. Dann reift man natürlich sehr früh schon, wenn man weiß, wie man mit den Dingen umzugehen hat. Igor, glaube ich, 3 Jahre jetzt oder 2 Jahre in Folge war er ausgeliehen, hat aber trotzdem immer gespielt. Das heißt, er ist natürlich dann auch da schon gereift und ist sehr klar im Kopf, trotz seinen 21 Jahren hat er gesagt, er will Balkan-Mentalität mitbringen. Diese Kämpfer-Mentalität, das tut uns gut auf dem Platz. Mhm. Das macht er wirklich schon sehr, sehr gut. Und gut, Nene wirkt noch so ein bisschen, ist ein sehr, sehr guter Typ tatsächlich. Ich habe jetzt ein paar Mal mit ihm gesprochen, sehr auf dem Boden geblieben auch. Aber wirkt jetzt im Gegensatz zu denen dann erstmal so ein bisschen ruhiger, würde ich behaupten. Aber trotzdem alles gute Typen, die mitziehen. Und das war ja auch das, was uns immer ausgemacht hat, dass wir eine Mannschaft haben, die schnell zusammenfindet, die schnell zusammenwächst. Und auch ich bin mir sehr sicher, dass es dieses Jahr auch wieder der Fall ist. Dieses Jahr Nationalmannschaft, das müssen wir auch mal ansprechen. Leider warst du nicht dabei bei der Europameisterschaft. Ich kann es nicht verstehen, ehrlicherweise, weil ich weiß jetzt nicht, ob man das nicht hätte einfach durchziehen sollen, so wie es in der Vergangenheit auch war, weil du hast dich ja auch bewährt in der Nationalmannschaft und gerade dort auch richtig gute Spiele gemacht, letztes Jahr noch. Wann hast du denn die Information bekommen, dass du nicht dabei bist? Ja, auch da, klar, ist es schade. Da müssen wir nicht drum herum reden, das ist eine Heim-EM gewesen. Wann habe ich die? Ich glaube, donnerstags war die Nominierung und Montag, dienstags war, glaube ich, hat der Torwarttrainer mich angerufen. Also von daher war es jetzt am Donnerstag, Freitag keine große Überraschung mehr. Ich wusste es ja, aber ich auch da, ne? Ich war im März nicht dabei und ist jetzt, muss man ehrlicherweise sagen, jetzt auch keine Riesenüberraschung gewesen, dass sich da am Ende nichts geändert hat. Das ist auf einer Torhüterposition nicht unüblich, dass man da nicht mehr so wirklich viel ändert. Von daher, auch die Dinge muss man dann annehmen und versuchen, damit umzugehen. Natürlich ist das nicht einfach, weil klar, ich habe im November noch die Länderspiele gespielt. Und als Spieler, klar, wenn man solche Nachrichten bekommt, dann ist es in dem Moment erstmal sehr schwer nachzuvollziehen. Aber auch da, ich bin sehr reflektiert und kann die Dinge einschätzen. Ob man jetzt mit allem d'accord ist oder nicht, das ist glaube ich, immer dahingehört oder sei dahingestellt. Aber am Ende geht es darum, auch jetzt dieses Jahr wieder, dass ich mich auf mich konzentriere, auf meine Leistung und auf das, was ich dem Verein und der Mannschaft mitgeben will. Und bin dann auch davon überzeugt, dass das dann auch alles wieder funktioniert und wieder positiver wird, als es vielleicht letztes Jahr war. Also die Tür ist noch offen? Du guckst noch Richtung DFB? Also ich habe sie nicht zugemacht, sagen wir mal so. Okay. Sehr schön. Hoffen wir, dass das Comeback nochmal ansteht. Hast du das tolle Spiel bei der EM verfolgt? Also grundsätzlich jetzt nicht von der deutschen Nationalmannschaft, sondern grundsätzlich. Gab es da irgendwelche Dinge, die dir aufgefallen sind? Wer war denn dein Top-Torwart der Europameisterschaft? Also, wir sind ja ehrlich, ich habe natürlich dann auch im Urlaub versucht, sehr wenig Fußball zu schauen. Das ist gut, das kann man auch genauso sagen. Das ist auch okay. Ein paar Spiele habe ich trotzdem gesehen, vor allem dann zum Ende hin. Also es waren schon wirklich sehr viele gute Töte bei Mike Maignan, den ich aus Paris kenne, der eine Top-EM gespielt hat. Manu tatsächlich wirklich eine gute EM gespielt. Unai Simon, Europameister geworden jetzt, den ich halt wirklich als guten Torhüter empfinde. Also ich finde... Donnarumma darf man nicht vergessen. Sind natürlich früh ausgeschieden, aber ohne ihn wären die gar nicht... Einer der wenigen, der wirklich abgeliefert hat tatsächlich. Ja.
sagen wir so, ich glaube, für mich gab es keinen Torwart, der jetzt enttäuscht hat, sagen wir mal so. Sondern all die Torhüter, die dann gespielt haben, haben auch für mich oder meiner Meinung nach performt. Wir haben ja hier ein Elfmeterschießen mit Portugal gehabt, mit 3 gehaltenen Elfmetern. Das war auch so eine Sternstunde. Gab es mindestens, glaube ich, sogar einmal mit dem Bein. Das war so ein bisschen ein Kevin Trapp-Moment nochmal, ne? aus Sevilla. Torhüter-Spiel bei Eintracht Frankfurt. Du hast ja 2 Kollegen, die mit dir dieses Jahr das Torwart-Trio im Endeffekt hinter dir bilden. Das ist einmal Kauer Santos und Jens Kral. Wie läuft die Zusammenarbeit? Kauer ist ja auch ein Torwart, der sehr viel mitbringt, der so ein bisschen hinter dir heranwachsen soll in den nächsten Jahren. Wie würdest du die beiden, also Jens ist eh klar, kennen wir, der hat ja auch schon einige Spiele gemacht, aber gerade Kauer, was ist das für ein Typ und wie kommt ihr miteinander klar? Wie läuft das im Training? Der Vorteil bei mir ist, dass ich schon mit Brasilianern weiß umzugehen. Ist oft allein schon sprachlich. Sprachlich, aber es ist oft ein anderer Typus tatsächlich. Ja, Kauer bringt schon grundsätzlich viel mit, ist sehr groß, hat natürlich auch eine gewisse Länge. Man merkt, dass sich jetzt nach einem halben Jahr dann auch adaptiert hat, dass sich zurechtgefunden hat. Am Anfang hatte ich das Gefühl, es ist alles sehr, also erstmal natürlich sprachlich, aber auch das Ganze hier in Deutschland ist dann teilweise schon ein bisschen anders. Man hat schon das Gefühl, dass es jetzt angekommen ist und dass er sich auf den Fußball konzentrieren kann. Muss man schauen, wie er sich weiterentwickelt dann. Ne? Wenn er jetzt dann auch bei uns mittrainiert oder ständiger mittrainiert, letzter war es oft dann auch mit der U23, wird man auch sehen, wie er sich entwickelt dann. Und mit Jensen natürlich, mit Jensen verbinde ich sehr, sehr viel, weil wir zusammen die Europa League gewonnen haben. Er ist sehr, sehr kollegial. Was man, finde ich, erwähnen muss, ist, dass auch Jensen, wenn ich irgendwo mal mitbekommen habe, dass Kauer jetzt mir Konkurrenz machen soll. Ich finde, dass man sollte nicht vergessen, dass egal wer hier mit mir war, dass es nie so war, dass mir irgendwas geschenkt wurde, sondern wir hatten immer Torhüter, die auch ein sehr, sehr hohes Niveau hatten, die auch immer hinter mir Gas gegeben haben und mir so natürlich geholfen haben, auch mich auf Bestleistung zu bringen. Ob das jetzt Freddy Renault war, ob es Jensen war, der damals dann mit dem wieder Europa League zusammen gewonnen hat, Didi Ramay. Der sich leider damals dann verletzt hat, jetzt weg ist. Jensen, der letztes Jahr die Nummer 2 war, der immer trotzdem Gas gegeben hat und natürlich auch ein super Charakter ist, der Mannschaft helfen kann. Kauer jetzt, der sehr gut trainiert. Also jeder, der jetzt bisher da war, hat sich auch nicht hängen lassen, sondern hat immer Gas gegeben. Und wir versuchen uns da gegenseitig auch hochzuziehen, sodass sich eben keiner ausruhen kann. Also immer ein Top Duo oder Trio, ne? Also hat man das schön bei euch zu sehen, dass ihr euch trotzdem verstanden habt, obwohl ein gewisser Konkurrenzkampf da war. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ja, die Torhüterposition, das ist wirklich sehr, sehr speziell. Das kann wirklich nur einer spielen und im Normalfall wird man auf der Position noch nicht viel wechseln, wenn jetzt nicht großartige Verletzungen passieren. Es ist wichtig, dass man ein hohes Niveau im Training hat, dass man da Gas gibt, aber dass man sich eben auch trotz aller Konkurrenz versteht, weil am Ende geht es darum, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind und bringt es uns nichts, wenn wir eine schlechte Stimmung sowohl im Torhüter-Team, aber auch in der Mannschaft haben. Ja. Wir Torhüter, finde ich, ist nochmal ein Ticken spezieller, weil wir noch enger zusammenarbeiten. Sagen wir, größtenteils des Trainings sind wir alleine unter uns. Von daher ist die Stimmung im Torhüter-Team auch extrem wichtig. Und das hatten wir bisher immer, oder haben wir tatsächlich immer gut geschafft, dass das so war, trotz aller Konkurrenz. Mhm. Die USA steht an. Nächste Woche geht's in die Staaten. Ich glaube, ihr habt große Vorfreude. Wir haben irgendwann, glaube ich, gesprochen, als ihr mit der Nationalmannschaft dort wart. Dass es immer wieder schön ist, mit der Mannschaft nicht in Österreich zu sein, sondern auch mal woanders wieder, was anderes sieht, auch kulturell. Wie groß ist die Vorfreude im Team, nach Kentucky zu fliegen, in Mexiko zu spielen? Das ist ja schon auch ein bisschen ein Ritt, muss man ehrlicherweise sagen. Aber auch sicherlich viele Eindrücke, die ihr gewinnt, dann eben im Abschluss dann auch New York, wo man dann auch ein schönes Team-Event nochmal hat. Also ich persönlich freue mich sehr drauf. Freue mich, wenn man mit der Mannschaft eine längere Reise hat, weil auch das hilft, dann nochmal zusammenzukommen. Wenn nicht gerade ein Lagerkoller entsteht, aber ich glaube, wir sind so viel unterwegs, dass das nicht passieren wird. Ich freue mich auf Amerika. Ich mag Amerika. Es ist ein tolles Land. Es ist sehr groß. Man bekommt immer sehr viele Eindrücke. Am Ende, wie du schon gesagt hast, nochmal New York, was für mich eine der schönsten Städte ist überhaupt. Aber es geht eben noch darum, dass wir diese 10 Tage auch nutzen, um uns weiter vorzubereiten, um als Mannschaft noch mal enger ranzurücken, zu wachsen. Uns wird wahrscheinlich nicht langweilig. Also wir werden, wie gerade gesagt, kein Lagerkoller, wir sind viel unterwegs. Wir haben 2 Spiele, glaube ich.
von daher ist es eine Reise, auf die wir uns auch freuen und versuchen dann natürlich auch Frankfurt bestmöglich in Amerika noch zu vertreten. Da freuen wir uns drauf. Die Hauptstadt von Kentucky heißt übrigens Frankfurt. So haben wir eine kleine Analogie. Jetzt kommen wir zum kleinen Spiel. Nee, Spiel ist es nicht, aber wir haben 9 Sätze und du sollst die Sätze vervollständigen. Ich fange an. Ja, okay. Erstmal einen kleinen Schluck aus der Hafermilch, Kaffee und dann komme ich auch gleich noch zu. Ja. Ja. Die Saison 24-25 wird? Erfolgreich. Deutscher Meister wird? Boah. Ich würde ja gerne sagen Frankfurt, aber wir müssen ja... Bleiben wir mal auf dem Boden. Ja, Kirch und Dorf lassen. Ich glaube, dass es wieder Leverkusen, Bayern, eine Überraschung wird es geben, wie immer. Aber ich bleibe mal einfach bei den Kandidaten, die sonst auch immer. Also bei Bayern oder Leverkusen. Und ich habe nichts dagegen, wenn wir die Überraschung sind. Ich glaube, du auch nicht. In der Europa League wünsche ich mir vielleicht auch Gegner, also wie du willst. Naja, dass wir einfach diese Freude und den Spaß und den Erfolg haben, den wir 22 erleben durften. Und dann frage ich einmal explizit, welchen Gegner wünschst du dir in der Europa League? Manchester United? Ich weiß gar nicht, wer dabei ist tatsächlich. Das müssen wir gar nicht auf dem Rekord machen. Das ist ja noch gar nicht fair, aber es gibt so Mannschaften wie Manchester United beispielsweise, was interessant sein könnte. Wir haben, glaube ich, in Frankreich Lyon und so weiter. Das ist alles, hast du überall schon gespielt, du bist es ja schon gewohnt. Ja, außer in Manchester. Liverpool, da habe ich tatsächlich noch nicht gespielt. Dann wäre ja Manchester United auswärts, Old Trafford mal. Das wäre sicherlich eine sehr tolle Reise. Wo man mal einen Auswärtssieg feiern könnte, wie in Barcelona damals. Stimmt, ne? Ja. Die neuen Torwart-Trikots sind? Ich finde sie sehr schön tatsächlich. Also du entscheidest dich für das Rote? Ja. Passt ganz gut, weil wir ja in Weiß spielen zu Hause, was für viele Fans ja nicht ganz so einfach zu akzeptieren ist. Wie gefällt dir das neue Trikot, das Heim-Trikot? Ist auch gewöhnungsbedürftig? Also im Urlaub sind ja die Fotos geleakt worden, da war ich auch puh. Aber jetzt, ich finde es live und angezogen, finde ich wesentlich besser als auf Fotos tatsächlich. Ich muss ehrlicherweise sagen, es sieht so deutlich besser aus, aber gut, jetzt, wir werden es auch nicht mehr ändern können, liebe Fans, da müssen wir jetzt mal durch. Auswärts und wobei drittes Trikot kommt immer, demnächst auch. Aber ja. Wobei Weiß eigentlich immer eine sehr positive Farbe für uns war, oder? Immer. Auch das Pokalsiege, Europapokalsiege. Deswegen. Also. Ich glaube, nehmen wir das als gutes Omen. Ja. Der aktuell beste Torwart der Welt ist? Boah. Also ich mag Thibaut Courtois sehr, auch wenn er jetzt lange verletzt war. Aber er hat nach langer Verletzung das Finale gespielt, hat die Champions League wieder gewonnen. Sicherlich für mich einer der Besten gerade. Ja. Ich spiele, bis ich merke, dass es nicht mehr geht. Ernährung ist für mich? Essentiell. Okay. Und Brasilien ist für mich? Freude. Okay. Am Montag geht's los für unsere Mannschaft Richtung Amerika, nach Louisville, die ersten 2 Tage dort, dann das Testspiel in Juarez, das ist in El Paso dann, also an der mexikanischen Grenze, bevor es dann nach 8 Tagen oder 7 Tagen Louisville nach New York geht, kleine PR-Tour mit einigen Presse- und Medienterminen vor Ort. Wir freuen uns, wenn ihr uns dann auch treu bleibt und hier auf den Kanälen alles verfolgt, und ich bedanke mich ganz herzlich bei Kevin Trapp für ein super Gespräch bei unserer Nummer 1 und freuen uns ganz, ganz toll auf die nächste Saison. Ich freue mich auch, danke.